mit den schonenden Pflanzen Bärlapp. Und mit diesem Pulver erzeugen wir eine Schaumexplosion. Wir bekommen hier Flammenlängen zusammen von je nach Umgebungswind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit von 4 bis 6 Meter. Und ich werde jetzt dann versuchen, rückwärts zu zählen, wenn die Effektflamme aktiviert wird. 3, 2, 1, Schuss! So, das Ganze können wir nochmal machen. Übrigens, weil ich hier so viele Fotoapparate sehe, ich habe vergessen am Anfang zu sagen, dass Fotografieren verboten ist. Ja, ja. Und zu spät. Nein, aber wir sind ja wirklich ganz viele Apparate weggegangen. Nee, war nur ein Scherz. Ich bitte Sie, fotografieren Sie, wenn es Ihnen gefallen hat, zeigen Sie die Fotos möglichst vielen Leuten. Machen Sie Werbung für Furt im Wald, für unseren Drachen, für den Drachenstich, aber auch für den Landkreis Hamm und für unsere Region in Bayern. Feuerfrei! Gut, Ton haben wir natürlich noch mehr, nicht nur das Atmen. Da bitte ich Ihnen nie lassen und mal sein Repertoire abspielen. Runterstellen, wenn er so oben ist, dann können Sie sich vorstellen, was sich so ein Pferd wohl denken wird, wenn der Ritter auf dem Pferd oben unter den beiden Drachen vorbeireitet. Und also nicht ohne, es sind schon beeindruckende Dimensionen. So, ich habe jetzt Glück gehabt, weil er nicht vorher geschluckt hat. Ich mal zur Seite, dann machen wir vielleicht noch eine Effektflamme. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt noch einen kurzen Umbau. Und zwar werden wir den Drachen jetzt noch mal 1,5-2 Meter zurücksetzen. Dazu docken wir ihn auf den Transportwagen auf, dann sehen wir das auch. Wir werden, wie gesagt, zurückfahren. Und dann werden wir langsam beginnen, die Maße aufzunehmen und die offiziell für den Mindestgüteeintrag zu vermessen. Wir werden dann eine Markierung andrehen, da wo er startet, und wir vorne ungefähr eine Markierung von 10 Meter an der Rede sind. Und dann werden wir diesen Mindestgüteeintrag soweit vorbereiten. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffentlich konnten Sie begeistern mit Technik und Innovation für unsere Region, für die Stadt Fürthenwald, für den Landkreis Hamm. Für unsere Unternehmer, die heute auch mit dabei sind und sich präsentieren. Wir haben auch unseren Landrat, Herrn Franz Lösser, mit dabei, der gerne auch Reden und Antwort steht und sie begeistert sicherlich für unseren Landkreis. Sie können sich informieren über Freizeitmöglichkeiten, Urlaub im Landkreis Hamm im Bayerischen Wald. Und da möchte ich das Mikrofon auch dann weitergeben. Wir haben noch ein weiteres Highlight, ein ethnisches Highlight aus dem Landkreis Hamm, der beiden Zitronen Roadster. Ein Fahrzeug, extremst leicht, mit 150 Kilo eingelegt, mit 320 PS, mit beeindruckenden Beschleunigungs- und Verzögerungswerten. Und dazu, wie gesagt, werden wir die Ingenieure hier hinten am Stand auch gerne Auskunft geben. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, was im Landkreis Hamm am vermeintlichen Rand der Scheibe, aber trotzdem im Herzen Europas, was ja alles möglich ist, dass hier wirklich pfiffige Leute auch wohnen und dass wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Sie uns auch einmal einen Besuch abstatten in Bayern, im Bayerischen Wald, im Landkreis Hamm. Dankeschön.